Tango, get back. Bin ja mal gespannt hier. Ja. Unreal Engine schon mal gut. Und damit recht herzlich willkommen zu Ghostwire Tokyo. Ein kleines angetestet von mir. Vielleicht auch mehr. Hier live auf Twitch. So, das soll gerade noch zu erkennen sein. Ich sehe überhaupt kein Logo. Oder? Ich lasse es mal so, oder? Ich sehe eh nichts. Ich sehe nichts. Das ist Login-Bonus freigeschaltet. Das Emote Botons aus Tokio befindet sich nun im Inventar. Oh, schön, danke. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt oder auf uns zukommen wird. Und ich mache erstmal die Musik ein kleines bisschen leider. Deutsch, Ausgabesprache, Japanisch. Englisch, Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Polnisch. Ich mache die Ausgabesprache auch auf Deutsch. Ja. Damit ich auch was verstehe. Und vielleicht für alle anderen auch leichter zu verstehen. Das finde ich schon mal gut. Weil bei den meisten Spielen hat man ja die Möglichkeit gar nicht, das einzustellen. Machen wir die Musik hier ein bisschen leiser. Machen wir mal auf 85. Oder? Müsste eigentlich passen. Jo. Einstellung speichern. Okidoki. Dann hätte man das alles. Denke ich mal. Ja, wir schauen jetzt einfach mal und wir starten ein neues Spiel. Ich wünsche viel Vergnügen bei Ghostwire Tokyo. Sayonara. Normal. Wir spielen auf normal. Wir spielen die etwas mehr Spannung und Abenteuer auf ihre Reise erhoffen. Jo. Schwer Tatari. Nee, blitzschnell schon gar nicht. Normal. Hey. Gegenstände aus einem Geschenkpaket werden deinem Inventar hinzugefügt. Kindertag, Tanata, Tanabata, Unboden, Halloween, Spotlight. Outfits werden im Kapitel 2 verfügbar. Ah! Cool. Ist da ihr Bruder? Deiner Schwester geht es immer schlechter. Du solltest schnell kommen. Published by Bethesda Software. Ich mag ja die Spiele von Bethesda. Und Tango Gameberg. Dich nie für die Toten interessiert, oder? Nein. Du lebst in deiner eigenen Welt. So ist es nicht. Mari, bitte, geh nicht einfach. Da wäre ich auch gern. Ghostwire Tokyo.
Spanier. Ich habe noch nie irgendwas großartig davon gesehen, vielleicht mal eine Minute oder so, wo es damals rausgekommen ist. Also ich bin absoluter Neuling. Absoluter Neuling. Keine Ahnung, um was es geht. Keine Ahnung von der Story oder sonst was. Null. Bei lebendigen Körpern geht's nicht. Ich muss mich beeilen, sonst verschwinde ich. Der vielleicht. Ein Geist ist in unseren Körper rein. Irgendwas ist in unseren Körper rein. Alles okay bei dir? Hey Mann, bleib lieber liegen. Wir rufen den Krankenwagen, ja. Geht's ihm gut? Sieht ziemlich übel aus. Geht's ihm gut? Oh, sieht schon gut aus. Was für eine... Ist wohl doch nicht tot. Was zum... Aufwachen, Kleiner. Ich brauche einen Körper. Und zwar jetzt. Wer redet da? Scheiße. Du willst es mir also schwer machen, was? Mein Controller vibriert. Oh. Er vibriert. Ich muss wohl deutlicher werden. Die Synchro fällt nicht gleich. Solange ich hier drin bin, hältst du das schon aus. Und jetzt komm! Was zum... Ich werde überfordert sein. Auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Schnauze jetzt, Kleiner. Versteck dich, schnell! Na los, Bewegung! Geister! Ganz schön viele. Das ist er. O unstete See, hört mich an. Ich bin eure Erlösung, eure einzige Rettung. Eure Seelen sollen gereinigt werden und den Grundstein der kommenden Welt legen. Ein passendes Gefäß wurde vorbereitet. Und harrt eurer Ankunft. Nun, versammelt euch. Ein nobles Ende erwartet euch.
Hellraiser? So ähnlich sah dann wie auch blau aus. Was ist das für ein Vieh da hinten? Was war das? Der Feind. Geh mir! Wovon redest du eigentlich? Und was bist du? Hör endlich auf, dich zu wehren! Dein Körper gehört jetzt mir! Du bist sowieso schon tot, Kleiner. Wenn ich deinen Körper verlasse, bist du Trostwort. Aber das... Was soll ich bloß tun? Du hast keine Wahl, Kleiner. Gehorche! Nein, hör auf! Ich muss etwas Richtiges erledigen. Ist das deine Schwester? Mich interessieren deine Probleme? Wenn du deswegen rumheulen willst, suche ich mir einen anderen Körper. Und dann ist es vorbei mit dir. Woher? Hier ist keiner mehr. Klugscheißer. Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist. Aber das ist mein Körper. Und über den bestimme ich. Okay, Großmaul. Dann eben auf die harte Tour. Alles klar? Abmarsch! Kommandier mich nicht rum! Ich hoffe, ich krieg's einigermaßen hin. Kapitel 1. Anfang. Hoi. Damit kann ich arbeiten. Alright. Die Energie in deinen Fingerspitzen. Lass sie dann mit einem Schlag raus. Gut gemacht. Weiter so. Du solltest blocken, Schläge abzufangen. Nicht üben. Und jetzt mach den Rest. What the hell? Yo, geh weiter. Was war das denn? Diese Macht. Ohne mich hättest du keine Chance gegen diese Viecher gehabt. Oh yes, ich bin schon überfordert, ja. Hattest du nicht irgendwas Wichtiges zu erledigen? No. Ich glaube, meine Schwester liegt im Krankenhaus, oder? Meine Schwester. Ja. Kartenmenü öffnen. Karte. Also wir sind hier und müssen dahin. Yo, Baby. Zu nahem Symbol wechseln. Belohnung. Erstmal geht zum Krankenhaus in einem Schier. Oha. Yo. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. In einem Shibuya, in dem kein anderes menschliches Leben mehr zu finden ist, beschließt Akito, sich zum örtlichen Krankenhaus zu begeben, um nach seiner Schwester Mari zu sehen. Alright. Habe ich markiert, oder? Ja. Wegpunkt setzen. Alright. Datenbank. Wir sind ja immer noch im Tutorial, ne? Ja. Okay.
Warst du auf dem Weg zu deiner Schwester, als du den Unfall hattest? Sorry, aber ich rede nicht mit Typen, die von der Schwester. Ah, ich kann auch springen. Wie du meinst. Ich kann da aber nicht durch. Überhaupt? Du zuerst, dann erzähl ich's dir. Mann, die Stadt sieht übel aus. Oh, wäre ich gern einmal gewesen, ja, in meinem Leben. Einmal in Tokio. Tokio. Das ist nicht mehr Shibuya. Yokohama. Und alles, was es da unten gibt. Aber. Wird wohl nicht mehr so kommen, ne? Ne. Ah, wir haben noch ein paar Meter. Bisschen rumschauen. Ah, sieht schon cool aus, ja. Sieht schon cool aus. Was ist im Krankenhaus? Hier. Was zur Hölle ist das? Schwarzer. Materie von der anderen Seite. Schwarze Materie. Probieren geht über Studieren. Hau drauf. Hau drauf. Schlagangriff. Ah, alright. Sieht so aus, als könntest du ihre Energie absorbieren. Äther und kristallisierter Äther. Du wirst auf kristallisierten Äther treffen, der durch ätherische Weben, Right Trigger oder Schlagangriff zerstört werden kann. Dabei zerbricht die Ablagerung und setzt einen Ätherschauer frei. Durch Absorbieren von Äther wird SK wiederhergestellt. Ich denke mal Leben, ne? Die Energie für Angriff und ätherische Weben. Durch das Besiegen von Besuchern erhältst du ebenfalls Äther. Oh je. Leicht überfordert? Nö. Deine Schwester ist hier Patientin? Ja. Ganz schlechtes Timing. Sie liegt im vierten Stock. What? Im vierten Stock betritt Maris Zimmer. Da komme ich nicht durch. Ja, die Steuerung, ich und mein Controller. Wir lieben uns ja, ne? What? Was machen die da? Sie sammeln Seelen ein, die von ihren Körpern getrennt wurden. Zu. Um sie in die Unterwelt zu zerren oder sie zu verschlingen, wer weiß. Für diese Seele kommt jede Rettung zu spät. Mal sehen. Warte mal. Noch haben diese Wesen uns nicht bemerkt. Bleib geduckt und schleich dich von hinten an. I try. Niemals deine Angst die Oberhand gewinnen. Klar. Mittlerweile kannst du schon richtig gut mit meiner Kraft umgehen. Synergiestufe. Durch EP steigt Akitos Synergiestufe mit seinen neuen Kräften. Du erhältst EP, indem du Gegner besiegst und Missionen abschließt. Bei einem Stufenaufstieg erhöhen sich deine maximale LP und erhältst Fertigkeitspunkte und für Geisteskräfte.
mit denen du im Fertigkeitsmenü neue Fertigkeiten freischalten kannst. Aha. Aber zu viel Fertigkeiten bedeutet für mich, ich bin noch mehr überfordert. Fähigkeiten. Habe ich welche? Geisteskräfte erlernen? Geisteskraft erlernen. Kann ich gar nichts machen. Also als Zugriff für das Ehrlichkeitsmenü. Erlerne den aufgeladenen Angriff. Takeaya 1. Okay. Weiter. Geisteskräfte Reiter wechseln. What? Das soll ich lernen. Really? Na also, schön. Okay. Das war aber ätherisches Leben. Beben. Und hier habe ich noch nichts, ne? Fähigkeiten, ne? Nur Fertigkeiten. Aha. Überfordert. Pass auf, an solchen Orten wimmelt es nur so von diesen Wesen. Was sind sie? Wir nennen sie Besucher. Was nach oben, immer du oder? Tust, nimm dich hier bloß in Acht. Ich geh mal lieber in die Hocke. Hier ist ja keiner. Aber überall diese Kristalle da, gell? Gar nicht gut. Jetzt versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Du hast ihn nicht komplett aufgeladen. Jetzt reiß den Kern raus. Hol ihn komplett raus. Nicht schlecht. What are you? Quasi ihre Herzen. Ich bin schon überfordert. Sie sind erledigt. Ich bin schon überfordert. Ich bin schon überfordert, Leute. Aber sowas von. Ah, es ist trotzdem ist cool, aber sehr kompliziert für einen alten Mann, wieder. Oder sehr kompliziert. Ja, bin ich hier überhaupt richtig? Sie sind hier. Füll deine Energie mit kristallisiertem Äther auf. Reicht mir nicht so. Hau ab, du. What? Ich bin tot. Das war jetzt nicht so gut, gell? Das war jetzt mal nicht so fein. Da war aber ein Fail hier. Was liegt da? Was? Nachricht an die Familie. Keine Sorge, Mama. Ich bin jetzt im Krankenhaus. Alles wird gut. Ah, ich freue mich schon aufs Windows-Update. Ich kacke jetzt schon wieder ab, ja.
Mein Laptop spinnt zwar momentan eh wieder zur Zeit, aber von dem her. Damit ja. Jetzt versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Jetzt reiß den Kern raus. Nicht schlecht. Das sind quasi ihre Herzen. Reiß sie raus und sie sind erledigt. Ja. Oh Mann, du Scheiß. Äpper. Pass auf. Sie sind hier. Was ich jetzt kackt jetzt oder alles ab? Energie mit kristallisiertem Äther. Ich glaube momentan kackt gerade oder alles ab. Hallo? Ich krieg nicht. Wo ist er? Komm. Hau ab, du blöde Kuh, ja. Hau ab. Oh, irgendwie am Arsch. Ich bin ein paar Kristalle. Hau ab, Herr! Perfektes Blocken, jo, hau alles am. Weil es immer so viele mich nerven mit den Zähnen. Zeig Zähne. Oh, ich hasse diese App her. Ja, haben wir ja gelesen. Scheiße, ich bin einfach zu schlecht, ja. Einfach zu schlecht. Ich komm nicht einmal durchs Tutorial. Aber wenn die Leute mich immer damit nerven, dann müssen sie halt auch dafür was tun. Ganz einfach. Vielleicht nerven sie da nicht mehr mit den Zähnen. Weißt du? Jetzt versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Jetzt reiß den Kern raus. Nicht schlecht. Ganz einfach. Das sind quasi ihre Herzen. Reiß sie raus. Sie sind erledigt. Aber das kann ich nicht immer machen. Ich weiß nicht, wieso die Scheiß-App immer so blöd ist. Ja. Ja, wegen dem Scheiß-Windows halt. Pass auf, wir sind hier. Füll deine Energie mit kristallisiertem Äther auf. Hau ab.
Ich hab bald keine Energie mehr. Ach, leck mich doch am Arsch her. So, danke, wenn das verständlich ist, ja. Leute, tut mir einen Gefallen. Nervt mich nicht mit den Zähnen. Okay. Anderes Thema. Herr, was ist für du App? Die App hat doch einen Krummputzer. Damn it. Jetzt versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Jetzt reiß den Kern aus. Nicht schlecht. Das sind quasi ihre Herzen. Sie sind erledigt. Was ist denn jetzt los, so blöde App? Kacke, ja. Gebt mir jetzt auf den Sack. Das gebt mir jetzt auf den Sack. Ja. Leute, in dem scheiß Windows, ja. Sie sind hier. Füll deine Energie mit kristallisierten Äther auf. Dammit, ja. Gott sei Dank, endlich! Mit einem blöden Dutschkos, ja. Nervende Viecher, ja. Gibt's aber nicht hier. Oh, da hinten ist noch dieses komische Kristalle da. Gleich mal wieder aufladen. Thank you very much. Gibt's hier noch was? Ah, da ist ja nochmal einer. Ah, Gott sei Dank, ja. Was ist das? Aufheben. Was ist da drin? Was zu essen. Man nimmt, was man kriegen kann. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Ach, das ist Essen. Ist dran? Lebensmittel durch Nahrung regenerieren. Ah, geil. Da hinten war aber nochmal eine Tür, habe ich gesehen. Das sagt er mir jetzt. Thunfisch Mayo. Alright. Aber gefällt mir bis jetzt, ja. Auch wenn ich hier überfordert bin. Kann man spielen, ja. Ah, ich muss halt jetzt heute das Update machen, sonst funktioniert halt mal wieder nichts, ne. Gibt's hier nichts noch zu futtern? Ne. Ich habe ein mieses Gefühl. Ja, ich auch. Was ist das? Mein Laptop kackt ab. Dann müssen wir nach oben. Aber da kommen wir nicht höher rüber. Wieso nicht?
Komme ich da durch? Nö. Oh Mann, warum? Warum immer, wenn ich was spiele? Verstehe nicht. Jetzt doch nur überall hier Knüppel zwischen die Beine geworfen, gell? I hate it. Echt zum Kotzen. Bringt nichts mehr. Bringt heute nichts mehr. Brief an Krankenhausdirektor. Als Owada im Operationssaal im Sterben lag, murmelte er etwas über eine Frau, die er sehen könne. Dann sah er sich selbst. Es war ein furchterregender Anblick. Sie war eine Art Schatten, der eine Maske trug. Bitte verriegeln Sie diesen OP. Seit dem Tag habe ich den Schatten noch oft gesehen. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Der Raum muss verschlossen werden, bevor Patienten anfangen, darüber zu reden. What? Yakuza Cracker. Gesundheit geht's mir gut, weil da kann nichts essen. Seht ihr, das ist das Bild immer von oben nach unten geht. Danke, Windows. I hate you. Will jetzt irgendwie da hochkommen? Ne, pss. Immer wachsam bleiben. What? What? Das bringt heute nichts mehr. Ne. Ne, so macht's ja keinen Fun, ne? Das nervt nämlich. Ja, das nervt. Seht ihr, das nervt, oder? Why? Warum heute, wenn ich jetzt spielen will? Ach, was... Verstehe nicht. Heute scheiße. Heute echt scheiße. Eich. Es kotzt einen an, weil ist ja. Wenn es permanent ist, wenn es mal einmal, zweimal ist oder so, okay. Aber permanent jetzt. Wie gesagt, das liegt alles nur in dem blöden Windows-Update, was er machen will. Ich möchte das Tutorial spielen. Hallo? Hallo? What? Was ist hier los? Pass auf! Hier ist es gefährlich. What? Aha. Dritter, wir sind jetzt halt oben, ne? Oh oh, wir schwan Böses. Ich hoffe mal, es hat sich jetzt wieder stabilisiert, ja. Also, sorry dafür.
Ha? Einmal die Atmosphäre ist schon cool, ne? Mit dem Neongrün jetzt hier alles, diese Farben. Jo! Burning Man. Marie? What? What the hell? Ich höre sie doch schon wieder. Schichtübergabeprotokoll. Patient Toshiki Kaota. Zimmerverlegung. Beschwerde über Lärm aus dem Nachbarzimmer. Niedriger Wasserdruck. Bruder hat Blumen geschickt. Vase benötigt. Oh Gott. Ich kriege schon eine Krise hier. Komme ich da rein? Nee. Komme ich da rüber? Nee. What? Who's dead? What? Nicht so wie es scheint. Hallo? Hallo? Die andere Seite berührt und doch bist du am Leben und unversehrt. Es gibt wohl kaum eine bessere Beobachterin. Damit ist mein Plan perfekt. Rühr sie nicht an! Wer bist du? Ein Mensch. Noch jemand. Du. Unwissender Narr. Ich habe deinen Geist von seinen Ketten befreit. Doch noch immer klammerst du dich an einen Körper. So sieht's aus. Und jetzt krieg ich dich. Faszinierend. Ist es reine Willenskraft? Coole Maske. Bedauerlicherweise muss das warten. Ich sagte, rühr sie nicht an! Was willst du, Wichtel? Hab keine Angst. Ich werde sie erlösen. Hast du noch mehr? Ah, die Masken sind so geil. So japanische Masken oder so, so asiatische, gerade so in der Hinsicht hin zu Teufel, Dämonen und so, sind schon geil. What? What the hell? Die nehmen seine Schwester mit. Warum? Warum gerade seine Schwester? Warum? Warum seine Schwester?
I don't understand this. Wo bin ich? Bin ich tot? Klar. Wenn du hier liegen bleibst. Es sind 3 Sekunden in der echten Welt vergangen. Noch ein Atemzug und das war's. Nein, ich darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Bastard. Ende. Werde ich verschwinden? Keine Ahnung. Versuch's mit Beten. Sie heißt Mari. Ich bin Akito Isuki. Jetzt stellen wir uns vor. Na schön. Nenn mich KK. Den alten Namen gibt's nicht mehr. KK. Bitte hilf. Mari. Warum haben sie seine Schwester? Was an der so Besonderes? Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Sehr verwirrend alles. Ich bin... Komm schon, reiß dich zusammen. Ich bin immer noch hier? Kannst dich glücklich schätzen. Siehst echt hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst. Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst noch woanders hin. What? Was er aber da erzählt? Wähle ein Stockwerk aus. Erster Stock. Oder abbrechen. Den Stock abbrechen, oder was? Da konnte man ja nicht viel wählen, ne? Na.
Hallo? Jemand zu Hause? Sabotage machen. Hoppla. Oh, was ist das? Patientenkarte Kyoko Kudo. Kyoko Kudo. Zentralkrankenhaus von Shibuya. Bitte legen Sie beim ersten Krankenhausbesuch des Monats Ihre Versichertenkarte vor. Okay. Ja, man muss ja alles mitnehmen hier, ne? Alle Informations hier, ne? Oh, da ist wieder Dings. Können wir alles mitnehmen? Ängstliche Nachricht. Takun. Komm sofort zurück. Aus dem Eingang strömt weißer Rauch. Er könnte giftig sein. Ah, will ja alles mitnehmen hier, ne? Oder so viel wie möglich. Und vor allem hier die Energiesachen da aufladen. Ja, ich verlasse gleich das Krankenhaus. Und mir erstmal ein bisschen umgucken hier noch. Ich glaube, ich was sehen hier, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Nicht, dass wir mal irgendwas übersehen, was wir vielleicht noch. Waren wir da schon drin? Waren wir da schon drin? Komme ich gar nicht rein? Komme ich da nicht rein? Nee. Okay. Schade. Da komme ich nicht hin. Toll, von da kann ich es öffnen. Saubere Herr Oberle. Dann verlassen wir mal das Krankenhaus, ja. Hallo? Mission beendet, Stadt der Schatten. Oh, Stadt der Schatten. Kapitel 2, Sorge. Aber das werden wir dann das nächste Mal machen, ja. Ja. Keine Menschenseele. Sind die alle einfach verschwunden? Sieht so aus. Und wenn ihr Plan aufgeht, ist vermutlich auch die Kommunikation zur Außenwelt abgeschnitten. Verfolgst du diesen Kerl schon lange? Ja, hat mich aber nicht vor dem Tod bewahrt. Genug geredet. Wir müssen los. Unser erster Halt ist Yugen-Saka. Geh nach Yugen-Saka. Das werden wir dann aber das nächste Mal machen. Muss dann erstmal heute noch das scheiß Windows-Update machen. Aber ich find's cool. Macht auf jeden Fall Laune, ja. Ich speichere mal. Er hat eigentlich schon gespielt, ne? Jo. Jo. Er gespeichert. Aber vorsichtshalber, ne? Bevor wir es gar nicht mehr haben, ne? Aber ich finde es echt cool. Auch wenn wir. Eine Option. Was haben wir da? Auch wenn jetzt mit der Steuerung hier bisschen tricky ist für mich, weil wir da alle
werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Und da haben wir gefreut auf das Spiel, mal wieder ein gescheites Spiel, hier ein gutes Spiel. Und mal schauen, wie weit wir kommen, ne? Ich spiele es auf normal. Meine ich, kann ich immer noch umswitchen, wenn er hier auf leicht. Wenn es überhaupt nicht hinhauen sollte. Könnten wir ja mal, wenn ihr es auf YouTube sehen solltet, später in die Kommentare schreiben. Wie es euch gefallen hat. Und diese kleinen Grafikaussetzer möchte ich entschuldigen nochmal. Ist halt Windows gewesen. Wie üblich halt, ja. Nun denn, cool gemacht. Macht Laune bis jetzt. Coole Story. Coole Grafik. Und ich liebe ja gerade den asiatischen Flair. Und I love it. Freue mich schon drauf aufs nächste Mal, ja. Auf the next time. So, ja, das wollen wir machen, ja.